Schönen guten Tag, liebe Seherinnen und Hörer des YouTube-Kanals der Zeitschrift International. Hier spricht wieder Fritz Edlinger. Es ist heute der 7. März und ich werde in der nächsten, nehme ich an, halben Stunde etwa ein Gespräch mit Oscar Lafontaine führen. Lieber Oscar, schönen guten Vormittag. Schönen guten Vormittag. Ja. Es ist, glaube ich, das Thema ziemlich klar bei einem Gespräch zwischen uns beiden. Es geht also um Frieden, um Ukraine, um NATO, um alles das, was in den letzten Wochen und Monaten die Welt beschäftigt. Leider nicht ganz in die Richtung, wie wir beide uns das wünschen würden. Und der Vorwand oder sagen wir, einer der Gründe, warum wir das Gespräch jetzt auch führen, ist, du hast von deinem Buch Army, It's Time to Go eine erweiterte und aktuelle Auflage vorgelegt vor wenigen Wochen. Ich darf das hier in das Bild rücken. Es ist ein schmales Bändchen von 94 Seiten, aber man muss es lesen, weil es geht also wirklich in die Tiefe und auch in die Tiefe in der Geschichte zurück. Ich beginne einfach, indem ich den Klappentext, der ist sehr, sehr signifikant, auch den Leserinnen und Hörerinnen vorlese und dass wir daran anschließend ja das Gespräch führen. Ganz schnell gelesen. Tagtäglich lässt sich beobachten, wie die USA rücksichtslos und aggressiv ihre Interessen durchsetzen. Das letzte abschreckende Beispiel für diese Vorgehensweise war die Sprengung der Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. In welcher bärmlichen Zustand sich Politik und Journalismus in Deutschland befinden? Hier kann man ergänzen, es ist nicht nur Deutschland, da seid ihr nicht allein, das ist auch in Österreich und in anderen europäischen, mitteleuropäischen Ländern so, aber sagen wir mal, in Deutschland befinden, zeigte die Reaktion auf diesen ungeheuerlichen Anschlag auf eine zentrale Versorgungsleitung Europas, obwohl man es mit Händen greifen konnte, dass die USA hinter diesem Sprengstoffanschlag steckten, wollten unsere Politiker und Journalisten das nicht wahrhaben. Viele denken, die USA halten ihre schützende Hand über uns. Dieses Denken ist naiv. Alle Raketen Russlands sind auf militärische Ziele gerichtet, von denen Russland angegriffen werden kann. Das heißt, eine der wichtigsten Militärbasen im Zielkatalog der russischen Raketen ist Ramstein, das US-amerikanische Drehkreuz für Kriegsführung und Drohnenangriffe. Wenn wir also ein friedliches Europa anstreben und das aus den Konflikten der Atommächte heraushalten wollen, dann brauchen wir die Befreiung Europas von der militärischen Vormundschaft der USA durch eine eigenständige europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Dieses Ziel sollte unsere oberste Priorität sein. Das ist kurz gefasst im Wesentlichen der Inhalt deines Buches. Vielleicht steigst du einmal an, anhand von den aktuellen Diskussionen auch der letzten Tage und Wochen, wie sich diese grundsätzlich richtige Aussage einfach für uns tagtäglich darstellt. Heute geht um die Welt die Meldung, dass China sich durch die USA eingekreist sieht. Jetzt die Frage, stimmt das oder stimmt das nicht? Natürlich werden die westlichen Propagandamedien, wie ich sie nenne, dieser Behauptung Chinas widersprechen. Dabei müssten sich die Journalisten nur einen Atlas nehmen und müssten einzeichnen, wo sind US-Truppen und US-Raketen und wo sind chinesische Truppen und chinesische Raketen. Dann kämen sie sehr schnell auf die Idee, China hat an der Grenze der USA keine Raketen und keine Truppen, während eben die USA rings um China, von Taiwan angefangen, Japan, Südkorea und so weiter, Philippinen, überall Truppen und Raketen stationiert hat. Also sie kämen auf die Idee, dass eben China Recht hat mit diesem Vorwurf. Dasselbe gilt für Russland. Und das sind wir dann in der Ukraine.
Russland hat keine Truppen oder Raketen an der Grenze der USA, aber die USA hat ebenfalls Russland mit Truppen und Raketen umstellt. Insofern ist die Frage aus europäischer Sicht, ob wir diese Politik weiter unterstützen. Und meine Kernthese ist, eine Weltmacht wie die USA, die mit anderen Weltmächten wie Russland oder China darum konkurriert, wer die größte, stärkste und mächtigste Weltmacht ist, kann nicht Bündnispartner der Europäer sein, weil sie die Rivalen ständig in Konflikte verwickelt und weil die Europäer dann Gefahr laufen, in diese Konflikte ebenfalls einbezogen zu werden. Ja, du erläuterst ja in deinem Buch die bekannte Geschichte mit der Osterweiterung, auch das Versprechen gegenüber Gorbatschow und so weiter. Das ist inzwischen ja hinlänglich bekannt. Leider ist unsere mediale Situation so, dass also das jetzt schon durch zig Zeitzeugen bewiesene, durch deutsche, durch amerikanische, selbst der anwesende US-amerikanische Botschafter Matlock hat das bestätigt, aber trotzdem wird das noch immer als unsicher und als fragwürdig alles dargestellt. Also das ist eine andere Geschichte mit, wie die mediale Situation ist. Und du beschreibst dann auch, dass eben im vorläufig letzten Stadium dieser Osterweiterung im Wesentlichen in Polen und in Rumänien. Also Polen ist eigentlich so wie auch jetzt Ukraine schon fast, Ukraine wäre noch mehr, aber Polen ist schon fast Grenze zu Russland in Wirklichkeit dann nach ihrem NATO-Beitritt oder Atomträgerraketen stationiert worden sind. Und gerade das ist ja auch jetzt einer der Hintergründe des aktuellen Konfliktes, des Krieges in der Ukraine, weil da würde es bedeuten, dass dann direkt an der russischen Grenze NATO, US-amerikanische Atomraketen stationiert werden könnten. Jetzt gehen wir in die aktuelle Diskussion. Was bringt dann eigentlich Staaten, die bisher neutral waren, wie Schweden und vor allem Finnland dazu, in Wirklichkeit sich da jetzt auf diesen Zug draufzusetzen und noch näher die Bedrohung Russlands an die Grenzen zwischen EU-Europa und Russland zu rücken. Was führt diese Länder dazu? Wenn überall die Furcht geschürt wird, dass Russland ein Aggressor ist und demnächst weitere Länder angreifen wird, dann haben auch die Schweden und die Finnen irgendwann Angst und denken, sie müssten sich unter den Schutz der NATO flüchten. Dazu kommt natürlich, dass solche politischen Entscheidungen ja durch Propaganda vorbereitet werden und dass natürlich diese Notwendigkeit, dass Schweden und Finnland der NATO beitreten sollten, von den US-Agenten in Schweden und Finnland permanent begründet worden sind. Unter US-Agenten verstehe ich alle Leute, die eben im Auftrag der Geostrategie der Amerikaner unterwegs sind. Entscheidend ist aber bei diesen beiden Staaten noch eines. Sie haben erkannt, dass wenn sie der NATO beitreten, sie nicht nur geschützt sind, sondern vielleicht auch ihre Gefährdung erhöhen. Und deshalb haben sie beschlossen oder bis jetzt gesagt, sie wollen keine US-Militäreinrichtungen auf ihrem Territorium haben. Das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Und darum ging es ja auch in der Ukraine. Wenn der ukrainische Präsident zum Beispiel gesagt hätte, wir wollen keine US-Einrichtungen auf unserem Territorium haben, also auch keine NATO-Einrichtungen oder so etwas Ähnliches, dann wäre das eine ganz andere Situation gewesen. Aber die Raketenbasen, von denen du gesprochen hast, in Polen und in Rumänien, die jetzt dann noch näher an Moskau heranrücken würden, sind das Messer am Hals des Gegners. Und hier stellt sich also die Frage, was ist ein aggressiver Akt? Man sagt, Russland ist der Aggressor. Ist aber nicht auch jemand, der dir das Messer an den Hals hält, ein Aggressor? Das ist nun die Frage. Das ist eine Frage der Bewertung, der Beurteilung. Insofern ist mein Ergebnis immer das, wir haben drei Aggressoren, um die es geht. Einmal, was in den westlichen Medien
nicht bestritten wird. Russland hat den Angriffskrieg begonnen am 24. Februar. Also ist es Aggressor. Das war völkerrechtswidrig. Das ist ohne Frage. Aber auch die USA, das heißt Biden ist der Aggressor. Er ist mitverantwortlich für die NATO-Osterweiterung. Er ist der Hauptverantwortliche für den Putsch 2014 in der Ukraine. Und er ist der Hauptverantwortliche dafür, dass sich jetzt die aggressiven militärischen Handlungen innerhalb der Ukraine, Manöver und so weiter, stärkere Ausweitung des Krieges in der Ostukraine, dass diese aggressiven Entwicklungen zu beobachten waren, die natürlich in Russland zu einer großen Verunsicherung geführt haben. Und ein Aggressor ist auch die Regierung in Kiew immer gewesen, die eben den Krieg ja 2014, wie Verständigere gesagt haben, begonnen haben, als sie ihre eigenen Landsleute in der Ostukraine permanent beschossen und bekämpft haben. Deshalb sagen Leute wie der ehemalige Ostbeauftragte der EU, Günther Verheugen, oder auch jetzt neuerdings der NATO-Generalsekretär, der Krieg hat ja bereits 2014 begonnen. Also, wenn man überhaupt die Situation analysieren will und dann zu einem Ergebnis kommen will, muss man wissen, es geht hier um drei Aggressoren, nicht nur um einen. Und wenn man das nicht einsieht, dass eben auch die USA beispielsweise Zugeständnisse machen muss, indem sie sagt, wir werden keine Raketen an der russischen Grenze zusätzlich stationieren, was ja das Verlangen Russlands seit vielen, vielen Jahren ist. Und wenn auch nicht die Ukraine endlich einsieht, dass ihre Entscheidung, das Minsker Abkommen zu torpedieren, das ja zum Frieden angelegt war, dass das ein großer Fehler war und dass sie eben die Ostukraine ganz anders behandeln müssen, dann wird es so schnell keinen Frieden geben. Ja, gehen wir vielleicht doch noch, was du auch in deinem Buch beschreibst, zurück, weil es wird ja die ganze Debatte um die Ukraine jetzt ist ja auch davon gekennzeichnet, dass offensichtlich bewusst oder unbewusst in Wirklichkeit die Geschichte ausgeblendet wird, so als wäre das alles erst vorgestern passiert. Und du beschreibst das ja recht gut, dass es also, gehen wir zumindest zurück bis zu Bush Junior, in Wirklichkeit eine klar nachweisbare Politik der USA gibt, wo sie in Wirklichkeit ihre Position schrittweise ausbaut, weil sie davon ausgeht, dass es nur eine dominante Macht in der Welt geben kann, soll, darf, das ist die USA. Du gehst zurück bis zu dieser berühmt-berüchtigten Doktrin von Wolfowitz, der einer der Denker der aggressiv-neoliberalen US-Politik war. Du gehst auch darauf ein, dass eigentlich, wenn man jetzt den Trump zuletzt etwas ausnimmt, aber in Wirklichkeit in der Aggressivität zwischen republikanischen und demokratischen Präsidenten relativ wenig Unterschied war. Im Unterschied zum Image von Clinton in der Welt ist Clinton sicherlich einer der aggressiven. Selbst Obama war ein Kriegstreiber, weil er hat den Drohnenkrieg erfunden. Also das ist ja eigentlich bekannt seit Jahrzehnten, worauf die Politik der USA abzielt. Und warum ist Europa in Wirklichkeit da hineingefallen oder hineingetaumelt? Wie kann man das beschreiben? Ich habe in den letzten Jahren auch zu wenig beachtet, dass der Krieg auch immer ein Informationskrieg ist. Ja. Und dass die Propaganda eben sehr viel bewirkt bei der Vorbereitung des Krieges. Und dann habe ich eben einmal die Meldung gelesen, dass allein das Pentagon 27.000, ich wiederhole die Zahl, 27.000 Mitarbeiter hat für Öffentlichkeitsarbeit. Also um die Lügenpropaganda, die immer vor Kriegen angewandt wird, zu verbreiten. Und dieser Lügenpropaganda sind zumindest viele in Europa zum Opfer gefallen. Und wenn diese Lügen immer wieder wiederholt werden, das sagte ja schon George Orwell, dann werden sie irgendwann zur Wahrheit. Das heißt, im Moment leben wir in einer Situation, in der die Europäer aufgrund eben des Zusammenspiels auch der europäischen Medien mit der Informationsarmee des Pentagon
glauben, der alleinige Aggressor ist Russland. Sie gucken nicht auf den Atlas, auf die Landkarte und sehen, dass Russland von Raketen und Truppen der USA umstellt ist. Ich nenne immer USA. Ich sage nicht die NATO, weil die NATO spielt ja, die übrigen spielen da praktisch keine Rolle. So, und da, deshalb glauben sie eben, dass alles, was jetzt erzählt wird, wir müssen immer mehr Waffen liefern, um Russland in die Knie zu zwingen, dass das alles richtig ist. Sie haben auch vergessen, was in den 80er Jahren klar war. Eine Atommacht kann man nicht besiegen. Das ist ein völliger Wahnsinn, sich das vorzustellen. Aber dennoch reden in Deutschland, ich nehme auch an, in anderen Ländern Leute davon, wir müssen Russland besiegen. Das geht nicht. Das ist eben das Neue im Atomzeitalter. So wenig wie man die USA besiegen kann, so wenig kann man auch Russland besiegen. Man kann da oder dort Schlachten gewinnen, aber nicht besiegen. Und deshalb kann man den Krieg in dieser Form nicht fortsetzen und das Denken in dieser Form auch nicht fortsetzen. Und man muss all denen zustimmen, die sagen, wir müssen jetzt alles unternehmen, damit dieser Krieg sich nicht ausweitet und Russland irgendwann zu Atomwaffen greift. Ja, ich habe mir gerade diese Passage mit den 27.000 im Pentagon, du erwähnst dann auch das Jahresetat, dass einfach das Pentagon nur für Öffentlichkeitsarbeit klingt so neutral, also für Propaganda hat. Das sind also fast 5 Milliarden Dollar pro Jahr, die einfach das Kriegsministerium der USA ausgeben kann, um einfach ihre Sicht der Dinge, ihre Lügen weltweit zu propagieren. Und das ist natürlich eine Menge. Machen wir jetzt einen Schritt auf die Seite. Die USA führen ja nicht nur Krieg auf konventioneller Ebene, also mit Waffen, mit Artillerie, mit Panzer und mit weiß ich nicht was, sondern sie führt ja auch auf anderen Ebenen Krieg, Wirtschaftskrieg. Also du behandelst das ausführlich auch in deinem Buch. Ich habe das auch in meinem Eingangszitat ja erwähnt. Diese klassische Geschichte mit den beiden Nord Stream 2 Dingen sind ja wirklich interessant. Es ist erstens interessant hinsichtlich das, was wir gerade vorher besprochen haben, nämlich also der Informationskrieg. Also es ist inzwischen eigentlich offensichtlich klar, was da geschehen ist. Es gibt ja eigentlich schon fast Bekenntnisse von Biden, wo er das ja angekündigt hat, neben dem deinem Bundeskanzler im Übrigen, der dann etwas auf gut Wienerisch sagt, man belämmert reingeschaut hat, wie das gesagt wurde. Aber das war ja offensichtlich klar, wenn das eintritt, dann wird das passieren. Das ist passiert. Leider mit offensichtlich aktiver Mitwirkung von europäischen, damals sogar noch neutralen Staaten, also Schweden. Aber es gibt ja auch andere Aspekte dieses Wirtschaftskriegs. Also im Moment ist die Diskussion um ein Gesetz, das hat den wunderbaren Namen Inflation Reduction Act, wo im Wesentlichen einfach halt jetzt die USA nicht-amerikanische Firmen entweder zwingt, in Amerika zumeist zu Ungunsten ihrer Herkunftsländer zu investieren oder sanktioniert zu werden. Das ist ja Wirtschaftskrieg. Warum wehrt sich der Rest der Welt? Warum wehrt sich die EU nicht dagegen? Ja, die EU muss man ja ansprechen, weil Gott sei Dank haben ja die Länder, die eben nicht innerhalb der NATO sind, doch deutlich gemacht in den letzten Monaten, dass sie nicht bereit sind, sich an den Sanktionen zu beteiligen, also an dem Wirtschaftskrieg gegen Russland. Und die großen Länder China und Indien, die ja eben ein Drittel der Weltbevölkerung etwa stellen, die haben ja große Vorteile auch jetzt dadurch, dass eben die Russen nicht mehr ihr Öl und ihr Gas eben nach Europa verkaufen, sondern eben in diese Länder verkaufen. Also sie sind nicht mehr bereit, das mitzumachen, aber die Europäer machen das mit. Und das ist das Erstaunliche, denn wenn man sich die Frage stellt, wie könnte man die Wirtschaft Europas schwächen, dann muss man die Vorteile der Wirtschaft Europas angreifen. Und das genau haben die USA getan. Sie haben eben die günstigen Energiepreise in Europa angegriffen, die ja für die Industrie ganz, ganz wesentlich sind. Und jetzt haben wir die Situation, dass eben Firmen erklären, sie seien
genötigt, anderswo zu investieren, auch in den USA, weil eben die Energiepreise in Europa zu hoch seien. Und dass die Energiepreise zu hoch sind, ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die USA Nord Stream 2 immer wieder in Frage gestellt, verhindert haben und letztendlich zerstört haben. Und in welchem Zustand sich Europa befindet, konnte man ja sehen, als Herr Scholz jetzt wieder in den Vereinigten Staaten war, also bei Herrn Biden. Das Ganze war ein privater Arbeitsbesuch. Man hörte so gut wie nichts, dass er noch nicht einmal in der Lage war zu sagen, eine verbündete Macht kann nicht eine zentrale Gasleitung sprengen. Das ist eine Art Kriegserklärung, zeigt, in welch jämmerlichem Zustand sich die Europäer befinden, vor allen Dingen die deutsche Regierung. Es ist wie früher im Römischen Reich, als wenn der Kaiser einen Präfekten von außerhalb bestellen würde und ihm die nächsten Anweisungen geben würde. Soweit sind wir. Politiker wie de Gaulle oder Brandt oder auch Helmut Schmidt, die in der Lage waren, den Amerikanern zu widersprechen, den USA zu widersprechen. Brandt hat ja seine ganze Ostpolitik im Grunde genommen gegen den Widerstand der USA gemacht, die ja immer wollten, dass Russland und Deutschland nicht zusammenkommen könnten. Solche Politiker gibt's nicht mehr. Wir haben nur noch Befehlsempfänger und Angsthasen auf europäischer Ebene. Und bewusst sind ja auch Leute installiert worden, die nur US-Interessen dienen, wie diese merkwürdige von der Leyen, die ja in Deutschland durch Unfähigkeit glänzte, die jetzt an der Spitze der Europäischen Kommission sitzt, oder die deutsche Außenminister Baerbock, die ja auffallend geringe Intelligenzwerte vorweist und immer nachplappert, was ein US-Minister von sich gibt. Das behandelst du ja, und das ist ja im Wesentlichen die Essenz deines Buches, der Traum oder die Perspektive, dass Europa grundsätzlich die Möglichkeit hätte, von seiner Größe, vom technologischen, industriellen Entwicklung eigentlich halt zwischen Blöcken zu sein und sich nicht unbedingt einem der Blöcke, gibt im Moment ohne dies ja nur einen der Blöcke, zu unterwerfen. Aber das ist ja eigentlich schon nicht einmal mehr ein Traum, weil ja auch der Kern dieser Geschichte wäre die deutsch-französische Achse. Nur die deutsch-französische Achse gibt es im Moment ja kaum mehr, ne? Ja, das ist richtig. Wir haben eine Veränderung in der letzten Zeit in Europa, vor allen Dingen innerhalb der NATO-Struktur, die man so bezeichnen kann, dass eine neue Achse Washington, London, Warschau, Kiew entstanden ist. Und diese neue Achse Washington, London, Warschau, Kiew bestimmt jetzt die Ukraine-Politik der NATO. Mhm. Und diese Achse hat eben Deutschland und Frankreich an den Rand gedrängt. Nicht zuletzt deshalb, weil Deutschland und Frankreich tatsächlich sich nicht mehr absprechen, koordinieren und zusammengehen. Leider hat Scholz, das kann ich aus deutscher Sicht sagen, keinen Zugang zur französischen Kultur. Mhm. Das merkt man bei vielen Dingen. Und deshalb ist also das deutsch-französische Verhältnis bei weitem nicht mehr so eng, wie es einmal war. Und die Frage stellt sich ja auch, warum Scholz gegenüber den Amerikanern so servil und unterwürfig ist. Es gibt ja immer wieder Spekulationen. Sie wüssten etwas über die Verwicklung in Cum-Ex oder den Wirecard-Skandal. Das sind Vermutungen, weiß man nicht. Aber es gab mal einen deutsch-amerikanischen Koordinator, den zitiere ich ja auch in dem Buch, Weidenfeld, der hat gesagt, immer wenn es ernst wird und Schwierigkeiten zwischen Europa und den USA auftauchen, dann kommen Geheimdienstinformationen auf den Tisch. Das muss man zumindest wissen, wenn man die Dinge beurteilen will, wie die USA versuchen, ihre Vasallen zu steuern und gefügig zu machen. Ja. Naja, dann kommen wir doch zu der ganz aktuellen Situation. Also es gibt inzwischen, zumindest in Teilen von Europa, wieder eine Friedensbewegung, also vor allem also die große Demonstration in Berlin und der Aufruf zuvor
sinnigerweise in einer Nischenpublikation publiziert. Das ist ja auch schon offensichtlich für die deutsche mediale Situation signifikant, dass nicht solche Dinge nicht in Mainstream-Medien oder in sogenannten linksliberalen Medien, sondern in einer Frauenzeitschrift publiziert werden müssen. Bei uns in Österreich ist es in Wirklichkeit noch ärger, weil der Mainstream bei uns noch viel dichter ist als bei euch. Aber es hat diese Demonstration gegeben, die war sehr breit aufgestellt, und prompt gibt es ja jetzt eine Kampagne dagegen. Mehr oder minder, die Linksradikalen kooperieren mit den Rechtsradikalen. Was sagt man dazu? Du bist ein alter Linker, ich bin ein auch alter Linker. Wie wehrt man sich dagegen? Was sagt man dazu? Ja, indem man auf die Inhalte Bezug nimmt. Du hast vorhin von den linksliberalen Medien gesprochen. Die sind heute für mich rechtsliberal. Linksliberal, da ist nicht mehr eine Spur davon vorhanden. Also die großen Medien in Deutschland, Spiegel, Stern, Süddeutsche, um mal einige Namen zu nennen, es fehlen nur einige. Warum sind sie rechtsliberal? Für mich ist die Befürwortung von Krieg, Aufrüstung, ist immer ein Zeichen rechter Politik gewesen. Linke Politik, nach meinem Verständnis, hat sich immer gegen Krieg und Rüstung zur Wehr gesetzt, und insbesondere war ganz klar ein Grundsatz linker Politik, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern, also kein Öl ins Feuer zu gießen. Aber ich sage jetzt mal, die ehemals linksliberalen, heute rechtsliberalen Medien gießen also ständig Öl ins Feuer, indem sie immer noch mehr Waffen und noch mehr Rüstung und so weiter fordern. Das ist eine totale Veränderung auch der politischen Ausrichtung dieser Medien. Zweitens, sie kooperieren ja auch ohne irgendwelche Probleme. Symbolfigur ist da der ehemalige ukrainische Botschafter Melnik, mit ukrainischen Politikern, die Nationalisten, ja man muss sagen Faschisten sind, weil sie ja eben den Nazi-Kollaborateur Bandera verehren, der, nachdem werden ja Straßenplätze benannt, neue Denkmale errichtet, der eben mitverantwortlich war für Morde von Hunderttausenden Juden, Polen und so weiter. Das ist also eine ganz fatale Entwicklung. Und wenn jetzt jemand meint, das wäre einfach so dahergesagt, mich hat erschüttert, dass der Friedenspreis des deutschen Buchhandels an einen faschistischen Schriftsteller aus der Ukraine vergeben wurde, der die Juden, die Russen als Untiere, Unrat, als Tiere Unrat und Schweine und so weiter bezeichnet hat. Und da saßen deutsche Politikerinnen von den Grünen, Frau Göring-Eckardt und Claudia Roth von der SPD, Frau Esken, in der Paulskirche und applaudierten. So etwas hätte man sich früher nie vorstellen können. Also ohne Probleme wird also hier mit Nationalisten, extremen Nationalisten zusammengearbeitet, die ja auch überhaupt nicht für demokratische Werte stehen, denn wir haben in der Ukraine ja keine Demokratie. Das ist ja ein schamloser Witz, so etwas zu behaupten. Wir haben dort einen oligarchischen Kapitalismus, der eben schlicht und einfach jetzt vor allen Dingen auch im Krieg, aber schon vorher, andere Parteien verbietet, Rundfunkstationen verbietet, die etwas anderes melden oder Zeitungen, und auch Blogger verfolgt oder kritische Leute verfolgt, teilweise umbringt. Das ist ja alles bekannt. Insofern mit diesem System zu paktieren oder es eben zu lobpreisen, ist ja auch ein Ausdruck rechter Gesinnung. Und dazu kommt eben noch, dass die Unfairness gegenüber Andersdenkenden, die mit dem Begriff Cancel Culture zu bezeichnen ist. Auch die Cancel Culture ist für mich ein Ausdruck rechter Gesinnung, denn sie zerstört etwas, was Element linken Denkens ist, das sich interessieren für den Andersdenken, das offen sein für andere Meinungen und eben in dem anderen zunächst einmal einen Menschen zu sehen, auf den man zugeht, und nicht einen, der vielleicht mal einen falschen Satz gesagt hat oder eine falsche Meinung hat und der deshalb verfolgt werden muss. Das geschieht ja bereits in der angeblich so offenen und demokratischen Gesellschaft in der Bundesrepublik.
Das heißt, wir haben etwas Ähnliches in Österreich im kleineren Bereich. Auch bei uns ist es so, dass also jetzt, es gibt auch Demonstrationen in Österreich, in Wien. Und da liest man dann am nächsten Tag die sogenannten linksliberalen Zeitschriften. Und die konzentrieren sich dann darauf, dass also, ja, da war eine Reichsbürgerfahne wurde mitgetragen und da war ein bekannter FPÖ-Politiker, bei euch ist das halt spiegelbildlich, ja, da war halt ein Spitzenfunktionär der AfD, hat das auch unterschrieben. Das siehst du nicht irgendwie, das ist natürlich eine klare Strategie, die ganze Bewegung zu diskreditieren. Aber die ganze Bewegung, man hat das ja doch auch bei den Sprecherinnen und Sprechern gesehen, ist sehr wohl in der Tradition der Friedensbewegung aus den 70er, 60er, 70er, 80er Jahren ja doch etwas Fortschrittliches, das muss man sagen. Und kann man sich nicht wehren dagegen, dass man dann in Wirklichkeit halt schon sehr, sehr wohl von Rechten einfach schon auch irgendwie nicht vereinnahmt, aber benutzt wird. Wir haben ein Beispiel dafür in Österreich. In Österreich haben wir eine Spezialdebatte, das ist die österreichische Neutralität, an der gerade, die zwar weit über 70% der Österreicherinnen und Österreicherinnen wollen, aber es gibt von verschiedenen Seiten wird daran gesägt und herum. Und aufgrund der Schwäche der traditionellen Parteien in Österreich profiliert sich plötzlich die österreichische AfD, die FPÖ, als die Neutralitätspartei, was grotesk ist, weil ihre Vorgängerpartei war seinerzeit die einzige Partei, wie die österreichische Neutralität im Parlament beschlossen wurde, die gegen die Neutralität gestimmt hat. Jetzt sind sie die Befürworter. Soll man das einfach wegstecken oder gibt es da eine Strategie, wo man sagt, solange die nicht uns übernehmen, werden wir sie nicht mit der Polizei von der Demonstrationen entfernen oder so? Man kann sich nur an den Inhalten orientieren. Ja. Das ist die einzige Antwort, die ich für richtig halte. Wenn beispielsweise jetzt Parteien des rechten Spektrums für Frieden eintreten, für Friedensverhandlungen eintreten, dann ist ja nur die Frage, machen sie das aus rein taktischen Erwägungen? Dann muss man sie eben dann entlarven. Oder meinen Sie es ernst, dann muss man eben zur Kenntnis nehmen, an dieser Stelle vertreten Sie eine vernünftige Position. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Natürlich gibt es etwa, was die deutsche Szene angeht, Figuren, die also so dubios sind, dass man tatsächlich sie nicht gerne als Gäste auf einer Kundgebung hat. Ich nehme einmal den Herrn Höcke, der einer der bekanntesten AfD-Politiker ist in Deutschland, der eben dann vom Denkmal der Schande in Berlin gesprochen hat. Also dass die Erinnerung eben an den Holocaust, solche Leute möchte man wirklich nicht auf einer Friedenskundgebung haben, weil man eben ihre friedliche Gesinnung zu Recht bezweifeln muss. Also da muss man schon klare Kante zeigen. Wenn aber Wähler beispielsweise der AfD, die kann man ja gar nicht erkennen, wenn die eben auch die Kundgebung unterstützen. Es gibt ja auch viele, die ehemalige Wähler der SPD und der Linken und so weiter sind, die sagen, wir wählen die AfD, weil wir mit der Politik der SPD und der Linken nicht mehr einverstanden sind. Dann wäre es ja Aufgabe, diese Wähler zurückzugewinnen. Mhm. Also man kann das nur über die Inhalte klären. Alles andere ist ja gelogen und heuchlerisch und davon lebt ja leider diese Diskriminierungsdebatte. Diejenigen, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, die mit dem Finger etwa auf die Friedenskundgebung zeigen und sagen, rechts, sind ja selber rechts, weil sie eben klassische Inhalte rechter Politik vertreten. Ich habe von dem Neoliberalismus noch gar nicht gesprochen. Der Neoliberalismus führt eben auch zur Verfeindung der Gesellschaft. Er ist per se keine friedliche Wirtschaftsphilosophie. Er führt nicht nur zur Verfeindung der Gesellschaft, sondern führt auch zur weiteren Schwächung der Schwächeren. Also insofern hat man genügend Argumente, um diese Wächter angeblich richtiger Gesinnung zu entlarven und ihnen den Spiegel vorzuhalten. Das bringt mich jetzt zu einer abschließenden Frage, die jetzt
vordergründig noch nicht allzu viel jetzt mit dem Krieg, aber in seinen Auswirkungen. Und das spricht dich als Linken, mich auch, du, ich bin noch in der SPÖ, du bist schon lange nicht mehr in der SPD, aber es sind ja schon die sozialökonomischen, auch die politischen, aber bleiben wir einmal bei den sozialökonomischen Folgen dieses Krieges und der ganzen Politik ja ersichtlich. Jeder Angehörige, der schon von der Mittelschicht abwärts, sagen wir das, oder kann jeder sehen, was sich da abspielt. Das in Wirklichkeit, du sagst, neoliberale Politik, die führt natürlich auch dazu, aber jetzt als kriegerische Variante führt dazu einfach zu einer massenweise Verarmung von Menschen. Du hast das überall in Europa. Und das ist jetzt die Frage, das hat es ja schon einmal gegeben in Europa. Du zitierst ja mehrfach den Stefan Zweig mit seinem klassischen Buch. Es hat ja schon einmal in Wirklichkeit so eine Politik der Massenverarmung zum Faschismus geführt. Ja, die Geschichte wiederholt sich nicht zwangsläufig, aber welche Strategie kann man jetzt fahren, wenn man sieht, dass zum Beispiel die alten sozialdemokratischen Massenparteien hier in Wirklichkeit fast hilflos sind, obwohl es eigentlich doch aufgelegt wäre, dass man sagt, liebe Freunde, dieser Krieg bedeutet, dass die arbeitenden Menschen, die bisher einigermaßen von ihrem Arbeitseinkommen leben konnten, in Wirklichkeit am Existenzminimum und darunter stehen. Daher ist das nicht eine Frage allein von Krieg, sondern das ist eine Frage von intendierten oder zufälligen Auswirkungen dieser bellizistischen Politik. Was macht man dagegen? Ja, man muss eben das, was klassische Sozialdemokratie einmal war, wiederbeleben. Das sind ja auch inhaltliche Fragen. Das ist ja egal, wie man das nennt. Ich nehme jetzt mal eben die Verarmung, die du angesprochen hast. Dritte Weltpolitik, das war ein Kernthema Willy Brandts. Das war also das Thema des älteren Willy Brandt, der ja auch der Nord-Süd-Kommission vorgesessen hat. Wenn der jetzt sehen würde, dass durch den Krieg und durch eben den Ausfall von Düngemitteln und Weizenlieferungen und die entsprechenden Preissteigerungen und Nahrungsmittelverknappung, dass in der dritten Welt das Elend sich verstärkt, dann würde er allein schon aus diesen Gründen auf ein sofortiges und schnelles Ende des Krieges dringen. Ja, und wenn er dann sehr im Inneren, dass jetzt durch die Inflation die armen Leute eben wirklich praktisch noch ärmer werden, weil es nützt ja gar nichts, wenn man den Leuten eben ein paar Euro dazugibt, auch 100, 200 Euro dazugibt im Jahr oder noch mehr. Aber wenn die Energiepreise so steigen, wie sie gestiegen sind und die Lebensmittelpreise in den letzten 2 Jahren sich um 20% verdoppelt haben, dann verarmt die Bevölkerung. Und dies ist eine der indirekten Folgen des Krieges, das kann niemand bestreiten, dann würde man allein schon aus diesen Gründen eben sagen, wir müssen diesem Trauerspiel ein Ende bereiten. Und deshalb ist es ja so schade, dass eine politische Kraft im Sinne der Sozialdemokratie Willy Brandt, ich verkürze das jetzt so, in Deutschland nicht mehr existiert. Und soweit ich das sehe, auch in Europa nicht mehr existiert. Und das ist ein großes Manko. Und das kann nur durch eine Art Renaissance dieser politischen Idee geheilt werden. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Und die Friedensbewegung, wenn sie denn stärker wird, und das ist meine Hoffnung, könnte ein Neubeginn sein, um eine solche Politik auch wieder in einer breiteren Bevölkerung zu verankern. Ja, ich glaube, wir sind auch zeitlich etwa in dem Rahmen, wo wir unsere Gespräche haben möchten. Ich glaube aber, das ist ein durchaus guter Abschluss, weil er gibt eine Perspektive jetzt schon auch über den unmittelbaren Fall eines Krieges, eines Angriffskrieges oder eines welche immer, sondern in Wirklichkeit, das, worum es geht, dass man dieser Krieg
Ein Beispiel, ne? Inzwischen hört man, dass ja ein Großteil oder ein wesentlicher Teil der landwirtschaftlichen Gebiete in der Ukraine bereits ihre Eigentumsverhältnisse geändert haben und dass daher in Zukunft dann internationale Agrarkonzerne hier bestimmen werden und die werden dann wahrscheinlich den Weizen an den Meistbietenden verkaufen und nicht an die meist Notwendigen in Afrika oder in Asien. Das heißt, das sind ja Folgen, die heute sich schon anbahnen, wo es tatsächlich die Frage ist, jetzt über den unmittelbaren Kriegs- und Friedensfall hinaus in Wirklichkeit einfach die sozialökonomische Frage auch bei uns in Europa, im Kernland des Kapitalismus, des Westlichen, wieder neu zu stellen, weil der Krieg hat das ist ja eigentlich zugespitzt. Ne? Das wäre eigentlich jetzt die Aufgabe einer neuen Linken in Europa, auf das hinzugehen. Und da geht man in eine Richtung für Frieden, für möglichst raschen Frieden, aber wiederum für soziale Gerechtigkeit. Ja, es geht ja letztendlich um das alte Thema, wie muss die Wirtschaft verfasst sein, damit eben mehr Gerechtigkeit möglich ist. Und auch die Ukraine hat ja jetzt gezeigt mit eben den Eigentümerwechseln in der Ukraine, was die schwarze Erde angeht. Die Ukraine hat gezeigt, dass die jetzige Wirtschaftsordnung nicht geeignet ist, mehr Gerechtigkeit in der Welt herzustellen. Frühere Experimente sind gescheitert, das wissen wir alle. Aber das entbindet uns nicht von der Verpflichtung, eine Wirtschaftsordnung zu entwickeln, die zu mehr Gerechtigkeit führt und die Umwelt schont, also im Gegensatz etwa zu den Grünen in Deutschland, die jetzt Kriegsbefürworter sind und eben Umweltpolitik auf Kosten der sozial Schwachen machen, brauchen wir eine Politik, die eben Umweltpolitik macht, dass die sozial Schwachen, also diejenigen, die nicht viel Geld haben, eben mitkommen und dass ihre Interessen im Transformationsprozess gewahrt bleiben. Ich glaube, das war ein perfekter Abschluss, weil er zeigt, dass es auch nicht nur jetzt vordergründig Krieg oder Frieden, sondern eigentlich um die fundamentalen Fragen der zukünftigen Gestaltung der Politik, der Gesellschaft gibt. In dem Sinn haben wir noch genug vor uns, genug Aufgaben. Lieber Oskar, ich bedanke mich herzlich dafür. Ich wünsche euch in Deutschland viel Glück bei eurem Friedenskampf. Wir werden das versuchen in Österreich und hoffentlich schaffen wir irgendwann einmal auch in ganz Europa wiederum eine stärkere, eine einigende Friedensbewegung. In dem Sinn herzlichen Dank und bis auf bald. Ja, lieber Fritz, auch dir herzlichen Dank. Auch euch viel Erfolg bei euren Bemühungen dagegen zu halten und bis auf bald.